Wenn die meisten Leute über Silent Hill 2 reden, fallen Worte wie Meisterwerk, Klassiker oder perfekt. Als jemand, der dieses Spiel im Jahre 2023 betrachtet, fällt mir vor allem ein Wort ein: zeitlos. Wenn ich sage, dass Silent Hill 2 zeitlos ist, meine ich keineswegs die Grafik oder das Gameplay. Auch wenn die PlayStation 2 Grafik heute noch beeindrucken kann und das Gameplay gut zu dem Spiel passt, sind beide Aspekte doch in die Jahre gekommen. Was niemals in die Jahre kommen wird, ist die menschliche Geschichte, die sich hinter Silent Hill 2 verbirgt. Es ist eine Geschichte voller Trauer, Hass, Freude, Liebe und Bitterkeit, die Menschen schon vor 1000 Jahren und noch in 1000 Jahren berühren würde. Ich bin Adam01 und ich erzähle euch heute, was macht Silent Hill 2 so besonders? Nicht nur die Geschichte von Silent Hill 2 ist von menschlicher Imperfektion geprägt. Auch die Entwicklung des Titels war alles andere als einfach. Der Game Director des ersten Silent Hills, Keiichiro Toyama, lehnte eine weitere Rolle als Director des zweiten Spieles ab. Er zweifelte unter anderem an seinen eigenen Fähigkeiten und musste aufgrund dessen das Zepter weiterreichen. Die meisten Entwickler des ursprünglichen Silent Hill Teams übernahmen die schwere Aufgabe, in die großen Fußstapfen des ersten Silent Hills zu treten. Die Geschichte von Silent Hill 2 wurde maßgeblich von dem Buch Schuld und Sühne inspiriert. In dem Buch begeht der Protagonist eine schreckliche Tat. Er tötet jemanden. Der Protagonist befindet sich in absoluter Armut. Er begeht einen Mord, um sich und andere aus ihrem armen Leben zu befreien. Auch wenn ihm sein Plan gelingt, stürzt ihn seine unglaubliche Schuld in den Wahnsinn. Jeder, der Silent Hill 2 bereits erleben durfte, wird die Parallelen erkennen. Alle anderen müssen sich aber auch keine Sorgen machen, denn wie immer gehen wir Schritt für Schritt die Story durch. Unsere Reise werde ich mit allerhand Informationen und Anekdoten schmücken, sodass jeder am Ende einen umfassenden Überblick von Silent Hill 2 hat. Danach steigen wir noch tiefer ein und besprechen die Symbolik, die übergreifenden Themen und den tieferen Sinn des Spiels und der Story. Bevor wir starten, hier noch ein kurzer Disclaimer. Viele Aspekte, die ich ansprechen werde, sind Theorien und gelten nicht als Fakt. Silent Hill lädt zum Interpretieren ein und genau das mache ich auch. Dabei wird wenig direkt vom Spiel bestätigt. Ihr seid also gewarnt, aber auch dazu eingeladen, eure eigenen Theorien in die Kommentare zu schreiben. Gerne könnt ihr natürlich auch meine Theorien kritisieren, macht das aber bitte auf eine konstruktive Weise. Da wir in unseren rastlosen Träumen nichts anderes mehr sehen können, beginnt jetzt unsere Reise nach Silent Hill. Das Spiel startet mit unserem noch namenslosen Protagonisten. Im Spiegel schien er sein Abbild zu hinterfragen. Nun hinterfragt er, ob eine Mary denn in dieser Stadt sei. Mary, could you really be in this town? Diese extrem dreckige und runtergekommene Toilette gibt mir direkt das Gefühl, nicht willkommen zu sein. Neben diesem Poster, auf dem Heaven's Night steht, ist sonst nichts Besonderes in dieser Toilette zu finden. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. I got a letter.
letter. The name on the envelope said, Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. So then, why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us, staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? Wir spielen James Sunderland, der einen guten Grund hat, sein Dasein hier zu hinterfragen. Er ist nämlich nach Silent Hill gekommen, um seine schon seit 3 Jahren verstorbene Frau aufzusuchen. Nachdem er sich eine Karte des Ortes aus dem Auto schnappt, geht es los. Während ich mich noch etwas an die Steuerung gewöhne und James den langen Weg nach Silent Hill auf sich nimmt, erzähle ich euch ein paar Informationen, die ich bis jetzt unterschlagen habe. Ich spiele für dieses Video die PC-Version von Silent Hill 2 mit einem Fan-Mod namens Enhanced Edition. Dabei habe ich es leider irgendwie hinbekommen, nicht die neueste Version des Mods herunterzuladen, denn eigentlich steht auch direkt im Menü, dass es sich um die Enhanced Edition handelt. Die Enhanced Edition funktioniert ähnlich wie der HD Project Mod für Resident Evil 4. Nur dass dieser Mod die PC-Version des Spiels überhaupt richtig spielbar macht. Ihr müsst wissen, die originale PC-Version von Konami war absolut fürchterlich und hatte extrem viele Probleme. Deswegen behaupten auch viele, dass die PlayStation 2-Version der einzig wahre Weg ist, Silent Hill 2 zu spielen. Durch die Enhanced Edition hat die PC-Version allerdings ein paar echt gute Features, wie zum Beispiel, dass das Spiel in 60 FPS anstatt den 30 FPS läuft. Falls ihr an der Enhanced Edition Interesse habt, hinterlasse ich euch einen Link in der Beschreibung. Bevor wir den Friedhof betreten, möchte ich hier schon auf die sehr gute Soundkulisse aufmerksam machen. Während James durch den Wald läuft, hört er nämlich folgende Geräusche. Auch wenn uns hier noch nichts attackiert, sorgen diese unbekannten Töne bereits jetzt schon für Unbehagen. Am Ende des langen Weges kommen wir also an dem Friedhof an. Excuse me, I'm sorry. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... Yes? I think you'd better stay away. This, this town, there's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but... Is it dangerous? Maybe. And it's not just the fog, either. Okay, it's... I got it. I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. But why? I'm looking for... someone. Who is it? Someone... very important to me. I'd do anything if I could be with her again. Me too. I'm looking for my mama. I mean my mother.
It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry. It's not your problem. I hope you find them. Yeah, you too. Das Ambiente des Friedhofes mit dem Nebel gibt einem schon das Gefühl, in einer surrealen Umgebung zu sein. Die Konversation mit der Frau auf dem Friedhof trägt ihren Beitrag zu dieser Atmosphäre bei. Sie wollte uns warnen, James ist das aber egal. Die Frau scheint ebenfalls nach jemandem zu suchen, ihrer Familie. Dass sie hier auf dem Friedhof sucht, scheint nahezulegen, dass auch ihre Familienmitglieder nicht mehr unter uns weilen. Außerdem zeigt uns der kurze Versprecher von ihrem Anfang, I'm looking for my mama. My mother. Dass sie eine gewisse Kindlichkeit in Bezug auf ihre Mutter besitzt. Viel mehr lässt sich aus dieser kurzen Konversation jetzt auch nicht gewinnen. Silent Hill wartet nämlich auf James. Speichern können wir übrigens in der PC-Version zu jeder Zeit, außer wenn James sich in einem Kampf befindet. In den anderen Versionen dienen diese roten Quadrate als Speicherpunkt. Vor allem am Anfang habe ich nur die roten Quadrate zum Speichern genutzt. Da das Spiel später an einigen Stellen crashte, musste ich auch öfters so normal speichern. Einfach damit mir nicht so viel Zeit verloren geht. Der Weg bis in die Stadt ist extra etwas länger als sonst. Die Entwickler gingen damit ein Risiko ein. Schließlich muss ein Spiel eigentlich sofort die Aufmerksamkeit des Spielers packen. Ich finde, es hat sich gelohnt. Dieser lange Weg gibt einem wirklich das Gefühl, nicht mehr zurückgehen zu können. Hier können wir bereits feststellen, dass die Karte genauso funktioniert wie auch beim ersten Teil. James hat die Barrikaden, in die er schon gelaufen ist, direkt auf der Karte markiert. Was macht man, wenn man in einer menschenleeren Stadt einen Blutfleck auf dem Boden findet und eine Gestalt im Nebel verschwindet? Genau, man folgt der Gestalt. Das macht James auch, bis er die Gestalt dann in einem Tunnel stellt. James hat recht. Ein Mensch ist dies nicht. Diese Kreatur heißt laut dem Silent Hill Wiki Lying Figure, also lügende Gestalt. Dieses Monster soll eine strugglende Person darstellen. Wie die Arme mit dem Gewebe verschmolzen sind, erinnert außerdem an eine Zwangsjacke. Oh yeah. This thing broken? Take it anyway. I might need it. Bewaffnet mit Brett und Radio begibt sich James wieder zurück in die Stadt. Das Radio funktioniert genauso wie auch im ersten Teil. Ein Rauschen warnt uns vor Monstern in der Nähe. Dabei hören die Monster allerdings das Rauschen des Radios. Also es gibt ein Geben und Nehmen beim Benutzen. Die Straßen Silent Hills sind nun mit den Lying Figures bevölkert. Auch wenn James um einiges schneller als die Kreaturen ist, müssen wir auf der Hut bleiben.
Die aufgenommene Waffe in Form des Bretts ist langsam in der Benutzung, kann aber einzelne Lying Figures ohne große Probleme niederstrecken. In einem Wohnwagen findet James den nächsten Hinweis. Eine Notiz sagt, dass jemand in Neelys Bar wartet. Dort angekommen findet James eine alte Karte, die ihn zu dem Apartmentkomplex auf der linken Seite der Karte schickt. Da James zum Park möchte, dort vermutet er schließlich Mary, muss James anscheinend durch den Apartmentkomplex. In Neelys Bar finden wir noch eine ominöse Nachricht am zugeklebten Fenster. Hier war ein Loch, jetzt ist es weg. Mit den Informationen, die wir bis hierhin erhalten haben, ist es noch nicht möglich, diese Message sinnvoll zu interpretieren. Ich werde das aber nochmal aufgreifen. Eine weitere kryptische Nachricht findet James an einem der versperrten Straßenabschnitte. Die Tür, die in Dunkelheit erwacht und sich in Albträume öffnet. Falls das auf diese Tür bezogen ist, habe ich kein Interesse, diese zu öffnen. Geht sowieso nicht. Auf dem Weg zu den Apartments sehen wir eine tote Person auf der Straße liegen. Der Notizblock des Verstorbenen lässt darauf hinweisen, dass die Person irgendetwas herausgefunden hat, bevor sie uns verlassen musste. Kurz darauf findet James den Apartmentkomplex. Das Innere ist genauso düster, wie es von außen wirkt. Zum Glück finden wir direkt eine Karte, die James nutzen kann. Ein Blick ins Inventar zeigt auch, dass James ein Foto seiner verstorbenen Frau mit sich trägt. Der See im Hintergrund lässt mich vermuten, dass dieses Foto in Silent Hill geschossen wurde. Da es in der untersten Etage nicht weitergeht, muss James den ersten Stock erkunden. Der Wechsel von den hellen, offenen Straßen Silent Hills hin zu diesem düsteren, engen Apartmentkomplex sorgt für einen starken Stimmungswechsel. In diesen engen Gängen lässt sich eine Konfrontation mit den Monstern meistens auch nicht vermeiden. Hier wird James Sunderland auch entwaffnet. Nicht bezogen auf die öde Holzplanke, die wir dabei haben, sondern auf die Karte. Im Dunkeln kann James die Karte nämlich nicht mehr lesen. Er streift also erstmal orientierungslos durch die Flure. Zum Glück finden wir in einem der Apartments eine Taschenlampe für James. Das Outfit der Puppe ist nicht zufällig ausgewählt. Es ist das Outfit, was Mary auf dem Bild, das James bei sich trägt, anhat. Sobald James die Taschenlampe aufnimmt, bäumt sich hinter der Puppe ein weiteres Monster auf. Diese unmögliche Kreatur, die aus vier aneinander steckenden Beinen besteht, nennt sich Mannequin. Wie wir sehen konnten, reagiert das Monster unter anderem auf Licht. Die Beine sollen ganz klar Frauenbeine darstellen. Mit dem erhaltenen Licht kann James nun den Gebäudekomplex noch besser erkunden. Jetzt fangen die Lying Figures an, sich zu verändern. Manchmal können sie, wenn James sie niederstreckt, auf dem Boden vor ihm wegkriechen. Bei diesen unnatürlichen Bewegungen geben sie auch noch widerliche Töne von sich. James findet in dieser Wohnung Pistolenmunition. Eine Pistole konnten wir bisher allerdings noch nicht finden. In den Fluren wird das Mannequin-Monster auch sehr gut in Szene gesetzt. Wie es da starr steht und von der Deckenleuchte angeleuchtet wird, ist filmreif. Um weiterzukommen, muss James diese Uhr verschieben. Bevor er es aber tun kann, muss er einen Schlüssel für die Uhr finden und ein Rätsel lösen. Einen Schlüssel findet James auch relativ schnell im zweiten Stockwerk. Die blöde Göre verwehrt uns allerdings den Schlüssel. Was wir aber auf diesem Stockwerk finden, ist die Pistole. James ist keine Spezialeinheit wie Leon aus Resident Evil 4, aber er weiß, wie man die Waffe benutzt. Gehört ja in Amerika auch irgendwie zum guten Ton, oder? Leider kommen wir an dieser Stelle auch nicht wirklich weiter und es geht wieder runter in den zweiten Stock. Diesmal hören wir in den Fluren ein Geräusch und wenn James dem Geräusch nachgeht, erblickt er eine seltsame Gestalt hinter den Gitterstäben. Okay, also ich versuche die Videos immer so zu gestalten, dass ich nur das aufgreife und erzähle, was ein Spieler beim ersten Durchlauf des Spiels auch wissen kann. Ich möchte also nicht spoilern. Es wäre aber echt lächerlich, wenn ich jetzt so tun würde, als wenn Pyramid Head nicht eine der bekanntesten Figuren der Gaming-Geschichte wäre. Hier treffen wir ihn jedenfalls zum ersten Mal und er leuchtet rot. In dem Raum mit der Uhr finden wir nun den Schlüssel zu einem der Wohnungen und eine grausame Szenerie vor. James ist bei dem Anblick genauso geschockt wie wir. Es lässt sich aber feststellen, dass der tote Mann auf dem Sessel und unser Protagonist James identische Haare haben.
Vielleicht versucht uns die Stadt etwas damit unterschwellig mitzuteilen. In dem Raum, für den wir den Schlüssel erhielten, finden wir einen Raum voller Motten und toter Schmetterlinge vor. Das erinnert stark an den Raum von Alessa in Silent Hill 1. Bisher gab es so gut wie gar keine storymäßige Anspielung auf den ersten Teil. Dieser Raum könnte dabei die erste Anspielung sein. James findet ein unsauber aussehendes Loch in der Wand. Ohne zu wissen, was ihn auf der anderen Seite erwartet, steckt er seine Hand hinein. Belohnt wird sein Mut mit dem Schlüssel für die Uhr. Da wir nun das erste richtige Rätsel lösen müssen, möchte ich die verschiedenen Schwierigkeitsgrade von Silent Hill 2 ansprechen. Silent Hill 2 hat einen separaten Schwierigkeitsgrad für den Kampf und die Rätsel. Das war eine bewusste Entscheidung der Entwickler, um auch Personen, die nicht so gut spielen können, den Zugang zum Game zu gewähren. Ich habe das jetzt etwas netter ausgedrückt als die Entwickler, denn die haben explizit gesagt, dass Frauen dadurch das Spiel jetzt auch spielen können. Wenn man jetzt mal den offensichtlichen Sexismus der Entwickler beiseite legt, ist die Herangehensweise natürlich super. Vor allem, weil Silent Hill 2 eher von der Story und den Rätseln als von den Kämpfen lebt. Jedes Haupträtsel in Silent Hill 2 hat also mehrere Versionen. Es gibt nämlich einen leichten, normalen, schweren und Extra-Modus für die Rätsel. Den Extra-Modus schaltet man bei erfolgreicher Beendigung des schweren Modus frei. Das Fiese an dem Spiel, was Speedrunnern auch jahrelang Kopfschmerzen bereitet hat, ist, dass über dem Schwierigkeitsgrad hinaus jede Lösung zufällig generiert ist. Also selbst wenn man schon weiß, wie man das Rätsel lösen kann, ist die Lösung selbst jedes Mal eine andere. In dem Fall von diesem Rätsel müssen wir mithilfe diesen kryptischen Textes und den drei eingezeichneten Zeigerständen die Standuhr einstellen. Was ich mit den Rätseln in Silent Hill gerne mache, ist, sie in einfache, verständliche Worte zu packen. Die dicke, die lange und die dünne, von langsam zu schnell nach rechts sie gehen. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass die Uhrzeiger von links nach rechts angeordnet werden müssen. Erst der Stundenzeiger, dann der Minutenzeiger und dann der Sekundenzeiger. Die letzte Passage gibt uns den Hinweis, dass Gott auf 15 steht. Wenn wir uns die Zeigereinkerbungen an der Wand anschauen, kann Gott also nur der Minuten- oder Sekundenzeiger sein. Da die Zeiger ja in der Reihenfolge Stunde, Minute und Sekunde stehen müssen, muss Gott also der Sekundenzeiger sein, Mildred der Minutenzeiger und Henry der Stundenzeiger. Sobald wir das so in der Uhr einstellen, bekommen wir auch ein befriedigendes Klickgeräusch zu hören. Und die Uhr lässt sich verschieben. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass Silent Hill 2 dieses hohe Niveau der Rätsel halten kann. Wirklich etwas Besonderes. Auf der Uhr steht übrigens ebenfalls eine kryptische Nachricht. Die Narben der Vergangenheit werden den Nagel entfernen, der die Zeit anhält. Durch die nun freigeschaltete Treppe kann James den dritten Stock weiter erkunden. Obwohl er dies relativ schnell wieder bereut. Jetzt weiß man, dass Silent Hill 2 seine Monster etwas ernster nimmt als andere Spiele. Pyramid Head greift die anderen Kreaturen aktiv an. Eine Art Missbrauch wird dargestellt, auch wenn es nicht genau klar ist, was er da mit den Monstern macht.
Laut den Entwicklern sollte dies auch vage bleiben. Was den meisten bis hierhin sicherlich auch aufgefallen ist, ist, dass James allerlei Gegenstände aufnehmen kann. Wie auch im ersten Teil hat unser Protagonist nämlich unendlich viel Platz in seinem Inventar. Das steht im Kontrast zu dem Gameplay von Resident Evil, wobei das zu dem einsteigerfreundlicheren Ansatz von Silent Hill passt. Während James hier durch die dunklen Räume irrt, fallen einem auch die verschiedenen Kamerawinkel erst so richtig auf. Während Resident Evil mit dem vierten Teil auf die Schulterperspektive wechselt, ist Silent Hill seinem semifesten Kamerawinkeln treu geblieben. Semifest, da man schon noch die Winkel etwas anpassen kann. Das macht die Präsentation des Spiels um einiges filmreifer. In einigen Situationen habe ich aber diese Kamerawinkel verflucht. Ich werde euch darauf aufmerksam machen, sobald es soweit ist. Durch die neu erschlossene Treppe können wir auch in das Erdgeschoss des Komplexes gehen, aber auf der gegenüberliegenden Seite vom ersten Eingang. Hier finden wir lediglich eine Box voller Dosensaft. Erstens, wo zum Teufel gibt es bitte schön Saft in Dosen? Ja, jetzt kommt mir nicht mit, bei uns in Sachsen gibt es aber... Nein, Saft in Dosen ist einfach nur falsch. Zweitens, und das ist jetzt an alle die Zuschauer gerichtet, die Silent Hill 2 noch nie gespielt haben. Was glaubt ihr wohl, für was wird diese Dosenpackung genutzt? Meint ihr vielleicht, das gibt euch Leben? Oder wir finden etwas zwischen den Dosen oder einen Hinweis auf der Packung? Nein, natürlich nicht. Die Antwort ist nämlich viel, viel unsinniger. Wir müssen diese Dosenpackung nutzen, um bei dem Abfallloch den Müll nach unten zu drücken. Ich weiß noch, wie mich das bei meinem allerersten Durchlauf frustriert hat. Denn das Spiel gibt dir auch null Hinweise, dass du das so machen musst. Wenn man sich das Loch anschaut, schmeißt James die Packung auch nicht automatisch runter. Nein, der Spieler muss explizit in das Inventar gehen und die Dosenpackung dort verwenden. Ich liebe Rätsel, die den Verstand herausfordern und von einem verlangen, out of the box zu denken. Aber sorry, an dieser Stelle war die Kombination Saftpackung mit Abfallloch einfach nur random. Ich möchte damit nicht behaupten, dass das nicht ins Spiel passt. Nein, nein, es passt sogar gut zum Spiel. Die Umgebung und die Charaktere verhalten sich ein bisschen wie im Traum. Logische Zusammenhänge sind nicht immer gegeben und man hinterfragt oft, ob James überhaupt klar denken kann. Solche unsinnigen Kombinationen wie hier mit dem Saft ergeben in diesem Kontext schon Sinn. Trotzdem hätten die Entwickler ja wenigstens einen Hinweis wie die Saftpackung ist extrem schwer oder so hinterlassen können. So, nachdem ich meinen Frust abgeschüttet habe, können wir mal schauen, was es uns denn gebracht hat, die Müllverstopfung zu lösen. James findet eine antike Münze und einen interessanten Zeitungsartikel. Der Artikel erzählt von Walter Sullivan, der anscheinend zwei Kinder umbrachte und sich anschließend in Gefangenschaft das Leben nahm. Nette Sonntagslektüre eben. James kann nun den Innenhof des Apartmentkomplexes betreten. Hier gibt es sogar einen Pool. Dass der so aussieht, liegt übrigens nicht an der übernatürlichen Kraft von Silent Hill. Öffentliche Pools von Wohnhäusern sehen immer so aus. James muss sich an den Monstern im Pool vorbeiwinden, um die Schlangenmünze zu erhalten. Über den Innenhof können wir zusätzliche Wohnungen des Komplexes betreten. Dort treffen wir auf eine weitere, abscheuliche Gestalt. It wasn't me. I didn't do it. Do what? I didn't do anything. I swear. He was like this when I got here. My name's James. James Sunderland. Eddie. Eddie. Who's that dead guy in the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill anybody. You're not friends with that red pyramid. Red pyramid thing? I don't know what you're talking about. Honest. I did see some weird-looking monsters. They scared the hell out of me, so I ran in here. Well, I guess this place isn't too safe either. What happened here anyway? I told you, I don't know. I'm not even from this town. I just...
You too, huh? Something just brought you here, right? Yeah, you could say that. Well, whatever it is, I think you better get out of here soon. Yeah, you're right. What about you? I'll leave as soon as I'm done here. Eddie, be careful. James, I you be careful too. Eddie ist neben der Frau auf dem Friedhof und der Göre die dritte echte Person, die wir in Silent Hill treffen. Das erste, was einem bei Eddie auffällt, ist, dass sowohl seine Gestalt als auch das Gespräch mit ihm abstoßend sind. Sein ständiges Würgen macht den Dialog mit ihm unerträglich. Er scheint Pyramid Head nicht gesehen zu haben. Eddie erwähnt außerdem, dass er jemanden nicht umgebracht hätte. Eddie kommt auch von außerhalb und wurde in diese Stadt gelockt. Genauso wie James. Gut, ich kann und will dem Mann nicht helfen. Also erkunden wir weiter. Sobald wir den Schlüssel, den das kleine Mädchen von uns weggetreten hat, aufnehmen, können wir das gegenüberliegende Gebäude betreten. Wo ist die deutsche Bauaufsichtsbehörde, wenn man sie mal braucht? Das hier kann nicht erlaubt sein. In dem anderen Apartmentgebäude finden wir einen Safe vor, den ich während des Spiels einfach verdrängt habe. Im Safe ist Munition drin, das Spiel gibt aber einem sowieso mehr als genug Vorräte zum Überleben. Eine der Wohnungen hier beinhaltet das sogenannte Münzenrätsel, für das wir bisher die ganzen Münzen auch aufgesammelt haben. Eine fehlt uns aber noch. Bei der Suche treffen wir auf ein bekanntes Gesicht. Oh, it's you. Yeah, I'm James. Angela. Angela. Okay, I don't know what you're planning, but there's always another way. Really? But you're the same as me. It's easier just to run. Besides, it's what we deserve. No, I'm not like you. Are you afraid? I'm sorry. It's okay. Did you find your mother? Not yet. She's not anywhere. Did she live in this apartment building? I don't know. So, all you know is she lived in this town. What did you say? How do you know that? Well, I just figured, 'cause this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Am I right? I'm so tired. So, why did you come to this town anyway? I'm sorry. Did you find the person you're looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. It's okay. Anyway, she's dead. I don't know why I think she's here. She's dead? Don't worry. I'm not crazy. At least, I don't think so. I've got to find my mama. Should I go with you? This town's dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. I'll be okay by myself. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it,
I'm not sure what I might do. No! Oh, I'm sorry. I've been bad. Please, don't! Auch der zweite Dialog mit Angela hat etwas sehr Merkwürdiges an sich. Es ist fast so, als wenn sich die Charaktere nur selektiv wahrnehmen würden. Beide sind so in ihrer eigenen Welt gefangen, dass sie sich kaum mit dem anderen befassen können. Angela scheint ein Problem mit Männern zu haben. Die plötzliche Bewegung von James hat zum Beispiel eine starke defensive Reaktion ihrerseits hervorgerufen. Ihre kindliche Haltung gegenüber ihrer Mutter könnte auch ein Anzeichen einer zurückgebliebenen Entwicklung sein, die meistens durch Missbrauch ausgelöst wird. Wenn wir diese beiden Indizien miteinander verknüpfen, könnten wir zu dem Entschluss kommen, dass Angela von ihrem Vater oder einer anderen männlichen Person missbraucht wurde. Auf dem Friedhof erwähnte sie ihren Vater und Bruder. Die Vermutung liegt also nahe. Gehen wir mal davon aus, wir sind frische Silent Hill 1 Spieler, die nun Silent Hill 2 spielen. In dem ersten Silent Hill waren wir in der Albtraumwelt von Alessa Gillespie gefangen. Alle Monster entsprangen aus Alessas Unterbewusstsein und der Albtraum von Silent Hill wurde von dem Dämon oder Gott, je nachdem wie man das sehen möchte, ausgelöst. Harry war damals also in dem Albtraum von Alessa gefangen. Wenn man diese Situation jetzt stur auf Silent Hill 2 übertragen würde, könnte man schnell annehmen, dass vielleicht diesmal Angela den Albtraum hervorruft. Das könnte grundsätzlich Sinn ergeben. Schließlich haben zum Beispiel die Mannequins einen leicht sexualisierten Touch. Der Missbrauch von Pyramid Head würde ebenfalls in das Bild passen. Allerdings würde dies einiges unerklärt lassen. Wieso zum Beispiel James einen Brief von seiner verstorbenen Frau bekommen hat. Noch stochern wir also im Dunkeln. Wenigstens kann James allerdings mit der nun aufgenommenen Münze das nächste Rätsel lösen. Das Münzenrätsel ist an sich schon etwas kniffliger. Die deutsche Übersetzung macht das Rätsel meiner Meinung nach erst so richtig schwierig. Wir vereinfachen mal wieder die Sprache an dieser Stelle. Drei glänzende Münzen in fünf Löchern. Bedeutet, wir brauchen drei Münzen. Passt. An dem einen Ende lauert der Verführer. Da die Schlange im Biblischen als Verführer der Frau gilt, muss also die Schlange in eines der beiden enden. Der Wind hinter der Frau soll heißen, dass die Frau hinter sich einen freien Platz haben soll. Da die Haare erwähnt werden und die Frau sich nach links in der Münze dreht, heißt dies, dass ein Platz rechts von ihr freigehalten werden muss. Die formlose Null am weitesten liegt von ihr und mich dauert. Das war die Passage, die ich vorhin meinte. Die ergibt im Deutschen meiner Meinung nach absolut keinen Sinn. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das beim allerersten Anlauf gecheckt habt. Die englische Version habe ich dann auch verstanden. The formless one, null, lies furthest from day. Heißt also, die Null, also ein leerer Platz, muss neben der Schlange an das zweite Ende, also eines der anderen beiden Enden. Die letzten beiden Passagen sagen aus, dass der Alte nicht neben der Schlange und links von der Frau ist. Setzen wir erstmal die Frau. Rechts von der Frau muss eine leere Stelle bleiben und links von ihr der alte Mann liegen. Beide Enden sind ja bereits besetzt, heißt die Frau muss entweder hierhin oder dorthin. Falls die Frau dorthin geht, muss die Schlange ja ans andere Ende. Dies darf aber nicht sein, da dann die Schlange neben dem alten Mann liegt, auch wenn was Platz dazwischen ist. Folglich ist der mittige Platz für die Frau richtig. Links neben ihr dann der alte Mann und da die Schlange an ein Ende muss, setzen wir die Schlange nach ganz rechts. Allein, dass ich die Rätsel in Silent Hill 2 so ausführlich beschreibe, sollte euch zeigen, dass ich die Rätsel in diesem Spiel liebe. Bei erfolgreichen Öffnen des Kabinetts findet man den YouTube-Abonnier-Button. Hey, du hast dieses Video so lange geschaut und hast noch nicht abonniert? Nicht, dass du bald einen Brief aus Silent Hill erhältst. Wenn du sowieso schon dabei bist, kannst du auch direkt ein Like da lassen. Vielen Dank für den Support. Neben dem Abonnier-Button erhalten wir aber auch einen Schlüssel. Dieser Schlüssel öffnet eines der Apartments. Wisst ihr, was wir in diesem Apartment dann finden? Einen weiteren Schlüssel, der die Treppe öffnet. So kann man Spielzeit auch strecken. Was uns wohl bei der Treppe erwarten wird? Oh.
Bevor ich auf den Bosskampf eingehe, an dieser Stelle ist das Spiel zweimal gecrashed. Den Pyramidenschädel zu triangulieren hat wohl zu viel Rechenleistung gezogen. Der Kampf gegen ihn ist äußerlich unspektakulär. Hier fangen auch schon die Kamerawinkel an, blöd zu werden. Man läuft die ganze Zeit eigentlich nur in die Ecken des Raumes und lässt James auf Pyramid Head zielen und schießen. Der Kampf ist doppelt schlecht, wenn man ihn mit dem ersten Teil vergleicht. Dort gefällt mir der erste Bosskampf in der Schule gegen den Splithead viel besser. Pyramid Head selbst hat dann auch irgendwann keinen Bock mehr auf den Kampf und verpieselt sich. James kann nun wieder raus in die Straßen von Silent Hill. You! It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. I don't know. Maybe I did. What's a little girl like you doing here, anyway? Huh? Are you blind or something? What's that letter? None of your business. You didn't love Mary anyway. Wait! How do you know Mary's name? Mal wieder eine surreale Interaktion mit einem der Menschen hier in der Stadt. Zwei Dinge können wir aber aus dieser Konversation extrahieren. Erstens, dieses Mädchen scheint die Welt irgendwie anders zu sehen als wir. Als James sie auf ihren Aufenthalt in Silent Hill anspricht, fragt sie, ob wir blind seien. Anscheinend ist die Umgebung, die sie sieht, etwas freundlicher. Zweitens, und das ist noch viel wichtiger für James, kennt dieses Mädchen anscheinend seine verstorbene Frau. Apropos Frau, James kann jetzt endlich zum Rosewater Park gehen. Und hier trifft er doch tatsächlich jemanden an. Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Feel how warm I am? You're really not Mary. I told you, I'm Maria. Sorry. I was confused. Where are you going? I'm looking for Mary. Have you seen her? Didn't you say she died? Oh yeah, 3 years ago. But I got a letter from her. She says she was waiting in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? Too, I guess. The one on the lake? I wonder if it's still there. The Lakeview Hotel? Yeah, it's still there. So, the hotel was your special place, huh? I'll bet it was. Don't get so mad. I was just joking. Anyway, it's not that way. It's this way. You're coming with me? You were gonna just leave me? No, but... With all these monsters around? No, I just... I'm all alone here. Everyone else is gone. I look like Mary, don't I? You loved her, right? Or maybe... You hated her. Don't be ridiculous. So it's okay? Yeah, fine. Leute, Leute, Leute!
Diese Szene muss ich jetzt erstmal entpacken. James trifft ein Abbild seiner toten Frau an dem Ort, an dem er sie vermutete. Laut James kleidet sie sich nur anders und trägt eine andere Frisur. Der Name ist einfach, bis auf zwei Buchstaben, genau der gleiche. Ich habe mich an der Stelle immer gefragt, wieso er fast abneigend auf Maria reagiert. Er findet das Abbild seiner Frau genau dort, wo er nach ihr gesucht hat. Sie scheint auch offensichtlich zu ihm hingezogen zu sein. War das nicht genau der Grund, wieso James hier ist? Dann bin ich aber doch noch mal etwas in mich gegangen. Wie würde ich wohl reagieren, wenn ich eine sexualisierte Version meiner toten Frau in einer Geisterstadt voller Monster finden würde? Wahrscheinlich ähnlich wie James. Ich würde es nicht wahrhaben wollen. Dass James unterbewusst Maria nicht als echte Person anerkennt, zeigt er, indem er sie einfach hier stehen lassen wollte. Das Besondere an Silent Hill 2 ist, dass diese Szene mehr Sinn ergibt, je mehr wir von der Story erfahren. So ergibt sich irgendwann zum Ende hin ein stimmiges Bild und man hat mehrere Aha-Momente, in denen man sich denkt, ach, deswegen hat James so reagiert. Das ist jetzt nur eine Randnotiz, aber das Design von Maria ist unglaublich gut. Dieses Lächeln von ihr ist zwar hübsch, die Entwickler haben es aber hinbekommen, eine gewisse Dunkelheit dahinter zu verstecken. Maria folgt uns jetzt auf Schritt und Tritt. Ich weiß nicht, was mit PlayStation 2 Horrortiteln los ist, dass man immer eine Dame in Not eskortieren muss. Mit meiner neuen Freundin habe ich jetzt ein bisschen die Town unsicher gemacht. Bei der Tanke hier findet James eine Metallstange, die eine zusätzliche Nahkampfwaffe ist. Da ich aber bereits eine Pistole habe und das Spiel, zumindest im normalen Modus, mit Munition um sich wirft, habe ich kaum mehr Nahkampfwaffen benutzt. Um weiterzukommen, bin ich bis ans Kartenende gelaufen. Ja, die Super Mario Monster ignorieren wir jetzt einfach mal. Eine Karte am Ende des Weges weist uns darauf hin, dass wir zur Bowling Lounge müssen. Wen wir hier wohl antreffen? I'll wait here. I hate bowling. I didn't come here to play, you know. Hurry back, okay? So what'd you do? Robbery? Murder? Nah, nothing like that. Ha! Huh, you're just a gutless fatso. What'd you have to say that for? I thought you said the cops were after you. No, I just ran because I was scared. I don't know what the cops are doing. But if you did something bad, why don't you just say you were sorry? I guess I run away a lot too. It's no good. They wouldn't listen. Nobody will ever forgive me. Did you find the lady you're looking for? What's her name? Mary? Hier möchte ich kurz pausieren. Eddie sagt, hast du schon Mary gefunden? Ich weiß nicht wieso, aber bei meinem ersten Mal spielen dachte ich, Eddie hätte gemerkt, dass James hier ist und spricht mit ihm. Allerdings ist Eddie erst im nächsten Raum. Heißt also, dass er mit dem kleinen Mädchen gesprochen hat. Das kleine Mädchen kennt also nicht nur Mary, sie sucht ebenfalls nach ihr in Silent Hill. Eddie? Oh. You're... James. We... met in the apartment building? Yeah, I remember, but... Are you alone here, Eddie? No. Bye-bye! Wait! Come back! Eddie! Let's go after her. Huh? Laura? Why? Laura. Is that her name? That's what she said. This town is full of monsters. How can you sit there and eat pizza? She said she was fine by herself. She said a fatso like me would just slow her down. Forget you. Jetzt wissen wir wenigstens den Namen des Mädchens. Laura. In der Bowlinghalle gibt es sonst nichts weiter für James, also kehren wir wieder zu Maria zurück. Did a little girl run out of here? Yeah, she was too fast for me.
Aren't you gonna go after her? Eigentlich eine recht unscheinbare kurze Szene gerade, oder? Etwas macht mich aber stutzig. Durch Eddie haben wir gerade erfahren, dass Laura doch auch nach Mary sucht. Jetzt ist Maria nicht Mary, okay, aber sie sieht doch genauso aus. Wieso läuft Laura dann vor Maria weg? Ein weiteres Mysterium, das wir noch auflösen müssen. Maria ist jetzt ziemlich hartnäckig und möchte, dass wir sofort Laura hinterherlaufen. Wir folgen ihren Spuren bis hin zu einer Gasse. She went through there. Is there any other way? Yeah, there is. Right through there. Um weiterzukommen, müssen wir durch dieses Gebäude. It's no good. It's locked. Im Inneren finden wir die Bar Heaven's Night. Der Name kommt uns doch bekannt vor. Das Poster in der Toilette hatte eine Werbung abgedruckt. Maria, die ja auch die Schlüssel zu der Bar hatte, war auf dem Poster abgebildet. Da hat das Spiel schon mal gutes Foreshadowing betrieben. Verlassen wir die Bar, sehen wir, wie Laura ein Krankenhaus betritt. Wir folgen ihr und betreten das Brookhaven Hospital. In Silent Hill 1 war das Alke Miller Krankenhaus auch das zweite größere Gebiet, das Harry Mason aufsuchte. Es ist wirklich creepy, wie Maria hier einfach jedes Mal irgendwo im Raum auftaucht, sobald wir eine Türe öffnen. Manchmal steht sie, wie hier zum Beispiel, einfach schon am anderen Ende des Zimmers. Bei einer Schreibmaschine findet James einen interessanten Zettel. In diesem Schriftstück beschreibt ein Arzt den Zustand eines Patienten, der auf eine andere Seite wechselt, also Probleme damit hat, die Realität wahrzunehmen. Das ist offensichtlich eine Anspielung auf die Otherworld, für die Silent Hill eigentlich auch bekannt ist. Bisher wurden wir noch nicht dorthin transportiert, aber vielleicht ändert sich das ja noch. Neben der Notiz erhalten wir auch einen Schlüssel. Der Patient hieß wohl Joseph. Auf der nächsten Etage treffen wir eine Monsterart, die selbst Leute kennen, die von Silent Hill nichts wissen. Die Monsterkrankenschwestern. Diese Krankenschwestern sorgen nicht nur mit ihren Eisenstangen für Verwirrung. Jeder 16-jährige Spieler hat beim Spielen sicher auch wegen etwas anderem ein komisches Gefühl gehabt. Die Krankenschwestern sind nämlich noch stärker sexualisiert als die Mannequins oder sogar Maria. Dass die Monster, die James bisher angreifen, bis auf die Lying Figures, sexualisiert sind, muss doch irgendetwas bedeuten. Wenn ihr euch an die Situation mit Maria auch nochmal erinnert, hat sie dort auch gewisse Anspielungen gemacht, denen James sofort ausgewichen ist. Die Krankenschwestern sollten bis jetzt eigentlich der stärkste Gegner sein. Dank der Knarre wird aber James wirklich kein Gegner mehr gefährlich. Meine Taktik war einfach schnurstracks auf den Gegner zuzugehen, drei Schüsse zu landen und dann auf den Kopf zu treten. Das Treten sorgt dafür, dass die Biester nicht mehr aufstehen. Beim Treten merkt man dann aber nochmal, wie unbeholfen James einfach ist. Da sah Leon aus Resident Evil 4 definitiv cooler beim Kämpfen aus. Neben den Krankenschwestern finden wir Umkleiden. In der Männerumkleide findet James einen Schlüssel. Außerdem gibt es einigen Männerkram hier, wie den Football oder eine Hantel. In der Frauenumkleide gibt es dann eher mädchenhaftere Sachen, wie diesen Teddy oder eine Shotgun. In dem Teddy finden wir eine Nadel, die wir noch brauchen werden. Die Shotgun macht die eben beschriebene Taktik mit der Pistole noch einfacher. Jetzt brauche ich nur noch einen Schuss und kann die Monster niederstrecken. Außerdem soll die Shotgun eigentlich auch Streupatronen haben. Allerdings habe ich das mehrfach versucht und gefühlt wurde immer nur ein Gegner getroffen. James findet eine Zahlenkombination in einer weiteren Schreibmaschine. Es geht um eine Kiste, die er damit öffnen kann. In dem nächsten Zimmer findet James einen weiteren Schlüssel, der Lapis Auge heißt. Der Schlüssel heißt so, da der blaue Kreis aus Lapis Lazuli besteht. Lapis Lazuli ist ein tiefblaues, metamorphes Gestein. So, jetzt sind wir alle ein Stück schlauer geworden. Danke, Wikipedia. Unser Weiterkommen wird leider durch eine Tür mit Keypad versperrt. Der eben gefundene Code funktioniert hier nicht.
Mithilfe des Schlüssels aus der Herrenumkleide lässt sich aber ein Raum öffnen, der an einer Tafel den Code niedergeschrieben hat. Sobald wir den Flügel öffnen und eines der Krankenzimmer betreten, meldet sich Maria. James. Wait a minute. I'm kind of tired. It's just a hangover. You should rest. So comfy. I'm gonna go look for her. For Laura. I'll be back as soon as I can. Der Schlüssel zum Dach liegt neben Maria. Wir können aber noch ein wenig mit der Guten sprechen. James, I want to ask you something. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't thought about that. Nach ein bisschen Kloppen mit den hiesigen Ausgeburten der Hölle findet James auch die ominöse Kiste, von der wir schon so viel gelesen haben. Da die Kiste fast so stark verschlossen ist wie der harte Alkohol im Rewe-Regal, muss doch in ihr etwas ganz Besonderes sein, oder? Das werden wir hoffentlich bald herausfinden. Jetzt muss James erstmal das Dach auschecken, da war er nämlich noch nicht. Auf dem Dach findet James ein Tagebuch. In diesem berichtet ein Patient von seinen Selbstzweifeln und dem Leben mit seiner Krankheit. Was auch immer diese Person hatte, sie wird mit Drogen vollgepumpt und fühlt sich so, als wenn sie nur jedem eine Last ist. Der letzte Eintrag legt nahe, dass der Patient entlassen wird und damit nicht klarkommt. Dass dieses Tagebuch auf dem Krankenhausdach liegt, lässt Finsteres vermuten. Und wenn wir schon von finster sprechen. Der liebe Pyramidenkopf hat uns eigentlich sogar geholfen. Wir können jetzt nämlich einen Teil des Krankenhauses erkunden, der vorher verschlossen war. In einem der Gummizellen, dies ist nämlich der Bereich für die ganz besonderen Patienten, finden wir eine weitere Zeilenkombination. Dies ist eigentlich sehr leserlich hier in der Enhanced Edition. Ich weiß aber noch, als ich das Spiel das allererste Mal über einen Emulator gezockt habe, war diese Schrift kaum lesbar. Der Code ist zudem auch noch random, das das Ganze erschwert. Wie gesagt, dank der Enhanced Edition aber kein Problem. 9227 ist der Code. Sobald James zu der verschlossenen Kiste zurückkehrt, kann er mit dem Code aus der Schreibmaschine das erste Schloss öffnen, mit dem Schlüssel das zweite, mit dem Code aus der Gummizelle das vierte und mit der Bullenkarte die Box selbst. Also wenn hier nicht der heilige Gral drin ist, weiß ich auch nicht. Eine Haarsträhne. Das ist genau der absurde Humor, der mir gefällt. Das war natürlich der einfachste Weg, wie James eine Haarsträhne hätte bekommen können. Diese Haarsträhne können wir jetzt mit der Nadel aus dem Teddy verbinden, um den Schlüssel für den Aufzug zu erhalten. Diese Art von surrealen Traum-Nonsens-Rätsel gefällt mir, denn da kommt man auch selbst drauf. Ich hoffe, ihr versteht, wieso ich dieses Rätsel cool finde und das mit dem Saftpaket bescheuert. Der Schlüssel öffnet einen Aufzug, somit kann James eine weitere verschlossene Ebene des Krankenhauses erforschen. Hier trifft er wieder auf Laura. Laura? Huh? You know my name? Eddie told me. That big fat blabbermouth. How do you know about Mary? What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No, I won't. Friends with Mary. We met at the hospital. It was
was last year. You liar! Laura, I... Fine, don't believe me. But last year, Mary was already... I'm sorry, Laura. Anyway, let's go. We can talk about this later. This is no place for a kid. There are all sorts of strange things around here. I can't believe you haven't even gotten a scratch on you. Why should I? Wait, wait! There's something I gotta get! Later, okay? But it's really important! What is it? A letter from Mary. Huh? I wanna go get it, is that okay? Yes, yes! What are you doing, Laura? It's further back, in the desk. Laura! What are you doing? Ha ha, I tricked you. Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Huh? Do ya? What's the magic word? Laura? Okay, I guess it won't open it. I think I'll just leave you like this. You snotty little brat! Open up! Why, you... Laura? You fucking... Okay, okay, bevor wir uns jetzt diesem Bossfight widmen, ein paar Takte zu der Szene mit Laura. James und Laura scheinen nämlich ein unterschiedliches Verständnis von Marys Werdegang zu haben. Während James die ganze Zeit davon redet, dass Mary schon seit 3 Jahren tot ist, behauptet Laura nun, Mary letztes Jahr kennengelernt zu haben. Als die beiden wegen dieser offensichtlichen Diskrepanz streiten, scheint James kurz in sich zu gehen und dann dem Thema auszuweichen. Der nächste Satz forciert auch nochmal, dass Laura nicht das Gleiche sieht wie James. Als er meint, dass es ein Wunder ist, dass sie bisher nicht verletzt wurde, versteht sie gar nicht, was er überhaupt damit meint. Auch wenn Lauras Aktion mit den Einsperren echt für den Popo ist, muss ich sie ein wenig in Schutz nehmen. Sie sieht ja keine Monster, daher ist das aus ihrer Perspektive nur ein harmloser Streich. Der Boss heißt Flesh Lip, zu Deutsch Fleischlippe und ja... Der Name passt wie der Burger in den Eddie. Ihr seid bestimmt gespannt, was für ausgefeilte Taktiken man hier einsetzen muss, richtig? Falls ihr vermutet, dass ich wieder einfach in die Ecken laufen muss und James Auto zielen lasse, habt ihr vollkommen recht. Nachdem wir 3 von den Dingern erledigt haben, ist der Kampf auch schon vorbei. Sehr weirde Transition. Was es damit auf sich hat, erfahren wir, sobald wir den Garten verlassen. James befindet sich nun nämlich in der Otherworld. Yay! Schön hier ist, dass sich die Otherworld nicht nur mit einem reinen, rostigen Look auszeichnet. Im Krankenhaus sind es vor allem diese Tücher, die an den Wänden oder Türen hängen, die die Otherworld ausmachen. Außerdem sehen die Krankenschwestern hier noch etwas dämonischer aus. In einem der Krankenzimmer findet James einen Brief. Dieser warnt ihn vor dem Keller. Was sich dort wohl verbirgt?
Jedenfalls könnte man dort einen Ring finden. Außerdem finden wir bei diesem creepy Gemälde eine Batterie und einen Schlüssel für den Keller. In einem der anderen Zimmer finden wir eine Geschichte über die Sünde. Wichtig ist nur, dass diese Notiz eine Frau anspricht, die eine Tür bewacht. Diese Türe befindet sich neben dem Fahrstuhl. An diese 3D-Finger müssen offensichtlich Ringe gesteckt werden. Von einem Ring wissen wir ja bereits, dass er im Keller ist. Diese Tür ist, denke ich, auch eine Inspiration für ein Signalis-Rätsel gewesen. Das Spiel Signalis ist ein modernes Spiel, das durch Silent Hill inspiriert wurde. Ich habe dazu auch ein etwas längeres Video gemacht. Schaut gerne mal rein. Es bleibt uns jetzt erstmal nichts anderes übrig, als in den Keller zu gehen, und genau das tun wir auch. Ich muss sagen, der Brief, der uns vor dem Keller warnte, hat mich schon Böses ahnen lassen. Der Keller selbst ist sehr klein, allerdings lässt sich dieses Regal verschieben. James! Mary? Oh, Maria. It's you. I thought you were... Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? All you care about is that dead wife of yours. I've never been so scared in my whole life! You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me! Don't ever leave me alone! You're supposed to take care of me! So, what about Laura? Did you find her? Yeah, but... She ran away. We've got to find her. You really seem to care about her. Do you know her? I've never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone. And for some reason, I feel like it's up to me to protect her. Das war jetzt mal eine verhältnismäßig normale Interaktion zwischen den beiden. Hinter dem verschobenen Regal finden wir dann auch einen Kupferring. Auf dem Weg zum zweiten Ring müssen wir den Fahrstuhl nutzen. Hier stoppt plötzlich alles und durch James' Radio kommt die Stimme eines Gameshow-Hosts, der uns verschiedene Fragen stellt. Das ist ein nettes kleines Gimmick des Spiels, das die aufmerksamen Spieler mit Munition und anderen Items belohnt. Der Host fragt nämlich explizit 3 Fragen über Silent Hill. Die Antworten muss James dann in eine Box eintragen. Das ist auch eines der wenigen Rätsel, dessen Antworten nicht jedes Mal zufällig generiert werden. In einem Kühlschrank findet James den zweiten Ring. You can't open it? Yeah. Maria, give me a hand here. Come on. You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? What's this? Not very cute, is it? You, James. You take it. Thanks. Nicht sonderlich nett von Maria, James hier so fertig zu machen. Der Symbolismus mit den beiden Ringen ist hier, denke ich mal, offensichtlich. Wir sammeln 2 Ringe ein und dieser Kühlschrank lässt sich nur mit der Dame öffnen, die genauso aussieht wie unsere Ehefrau. Was wird bei Ehen traditionell getragen? Genau, Eheringe. Diese steckt James jetzt an die Tür und das Treppenhaus wird freigeschaltet. Hier finden wir noch eine merkwürdige, schlecht geschriebene Notiz eines Patienten. Er scheint sehr stolz darauf zu sein, dem Direktor den Schlüssel zum Museum abgeluchst zu haben. Nachdem James einen abnormalen langen Weg zum Keller beschreitet, werden James und Maria von Pyramid Head attackiert. Ich bin ehrlich mit euch, ich bin wie ein kleines Mädchen weggelaufen. Thank you.
James konnte Maria nicht retten. Die Parallelen zu seiner verstorbenen Frau sind offensichtlich. Ich finde es schön, wie das sanfte Piano hier die Stimmung gut einfängt. James befindet sich nun in der Eingangshalle. Er weiß nicht, wohin mit sich. Eine beschriftete Karte in einem der Büros liefert uns aber einen Hinweis. Um die Wahrheit zu erfahren, muss James jetzt zu diesem Punkt auf der Karte. Es ist jetzt übrigens stockdunkel in Silent Hill, also der Gruselfaktor wurde nochmal verfünffacht. Auf dem Weg zu der eingezeichneten Location treffen wir auf eine neue Monsterart. Diese Dinger versuchen James durch die Gitter hindurch anzugreifen und heißen Mandarins. Das sind tatsächlich Münder, mit denen die sich an den Gittern festhalten. Zum Glück musste ich in meinem Leben noch nie gegen eines dieser Dinger kämpfen, man kann einfach weglaufen. Sobald wir bei der eingezeichneten Location ankommen, teilt uns eine kryptische Nachricht mit, dass uns die Wahrheit in der alten Gesellschaft erwartet. Dies ist ein Gebäude in Silent Hill, eine Art Museum. Hier müssen wir noch einen Schraubschlüssel mitnehmen, um eine Kiste zu öffnen. Die Kiste muss James im Park ausbuddeln. Der Inhalt ist der Schlüssel für das Museum. Das Museum selbst beinhaltet ein paar interessante Bilder, darunter ein Porträt von Pyramid Head und dem Krankenhaus. Hier gibt es auch wieder eine lange Treppe, die aber diesmal noch länger ist als im Krankenhaus. Am Ende kommen wir bei einer Art Häftlings-Check-In an. Die nächsten Gänge verdeutlichen auch nochmal, wo James sich jetzt befindet. In einem Gefängnis. In einem der Räume finden wir noch mehr Bilder. Diese Darstellungen beschreiben nochmal etwas die okkulte und grausame Geschichte der Stadt. Gefangene wurden im Gefängnis grausam hingerichtet und ein okkultes Bankett wird gezeigt. Neben diesen Gemälden finden wir auch einfach ein Loch vor. Da sowieso alles surreal ist und nichts Sinn ergibt, kann James dort auch hereinspringen und ohne einen Kratzer aufstehen. James befindet sich nun am Boden eines Brunnens. Durch einen Schlag mit dem Rohr lässt sich aber eine Tür freilegen. Im nächsten Abschnitt muss James die im Krankenhaus erhaltenen Batterien nutzen, um ein Keypad-Rätsel zu lösen. Da das wirklich weiter nicht interessant ist, springen wir mal in das nächste Loch. Killing a person ain't no big deal. Just put the gun to their head, pow. You killed him? But it wasn't my fault. He made me do it. Calm down, Eddie. Tell me what happened. That guy, he had it coming. I didn't do anything. He just came after me. Besides, he was making fun of me with his eyes, like that other one. Just for that, you killed him? What do you mean, just for that? Eddie, you can't just kill someone because of the way they looked at you. Oh yeah? Why not? Till now, I always let people walk all over me. Just like that stupid dog. He had it coming too. Eddie. I was just joking, James. He was dead when I got here, honest. Anyway, I gotta run. You're going out there alone? Yeah. Eddie! Krass, überall, wo Eddie auftaucht, liegen erschossene Leichen. Wenn wir mal kurz an den Anfang zurückdenken. Das Spiel ist ja inspiriert von dem Buch Schuld und Sühne. Ein Gefängnis ist das Symbol für Schuld oder Verurteilte schlechthin. Da wir immer tiefer hinabsteigen, könnte dies eine tiefe Schuld symbolisieren. Die Frage ist nur, von wem? Wie bereits erwähnt, nach Silent Hill 1 Logik ruft die Stadt das Unterbewusstsein einer bestimmten Person hervor. Da aber zum Beispiel Laura eine ganz andere Welt sieht als wir, lässt sich vermuten, dass vielleicht jeder hier Anwesende seine eigene Version der Stadt und der Monster sieht. Das würde auch erklären, wieso wir diese erschossenen Menschen nur sehen, wenn auch Eddie dabei ist. Wenn das stimmt, stellt sich mir die Frage, wieso sieht James die Stadt so, wie sie ist?
Gut, die Monster würden vielleicht eine sexuelle Frustration darstellen. Das wäre eine mögliche Erklärung. Schließlich wissen wir nicht, wie mobil Mary in ihrer Krankheit war. Außerdem ist sie ja laut James bereits seit 3 Jahren tot. Diese Erklärung würde auch Marias Erscheinung rechtfertigen, falls Maria lediglich eine Projektion der Stadt sein sollte. Die Frage, die sich bei dieser möglichen Erklärung stellt, wieso sind wir nun an einem Ort, der eine tiefe Schuld symbolisiert? Irgendetwas verbirgt James vor uns und das gilt es jetzt herauszufinden. In dem kurzen Gefängnissegment müssen wir 2 Sachen erledigen. Die erste Sache ist bei diesem Galgen, 3 Tafeln einzusetzen. Diese Tafeln sind überall in dem Gefängniskomplex verteilt. Bevor wir aber die Tafeln bei diesem Galgen einsetzen, möchte ich kurz über das Sounddesign hier im Gefängnis sprechen. Hier spielt Silent Hill 2 nämlich wieder richtig gut mit der Angst vor dem Unbekannten. Draußen beim Galgen zum Beispiel hört man die ganze Zeit Geräusche in der Entfernung, obwohl dort nichts ist. Allein aber die Implikation, dass dort etwas sein könnte, lässt das Spielerblut gefrieren. Das treibt das Spiel in einen der Gefangenentrakts komplett auf die Spitze. Dort hören wir unglaublich unheimliche Schritte, begleitet mit einer monsterhaften Stimme, die ständig das Gleiche sagt. Dieses Monster zeigt sich nicht, aber allein der Gedanke daran, wie dieses Ding aussehen könnte, gibt mir Gänsehaut. Falls man herausfinden möchte, was diese gruselige Stimme genau sagt, muss man die Stimme etwas anpassen und durch einen Equalizer verstärken. Das kommt dann dabei raus. Abonnier den Kanal und like das Video. Ich bin gemein, oder? Okay, jetzt ernsthaft. Diese dämonische Stimme sagt einfach das Wort Ritual. Neben dieser schaurigen Soundkulisse findet sich auch eine Gruselgeschichte. Der Toluca See von Silent Hill 2 ist laut dieser Geschichte voll mit Geistern von verschollenen Seefahrern. Coole kleine Standalone-Geschichte. So wirklich im Zusammenhang zu der Story von Silent Hill 2 steht das jetzt nicht. Außer man nimmt jetzt an, wir sind so weit unter der Erde, dass wir unter dem See sind. Ein Gewehr lässt sich in diesen trostlosen Hallen ebenfalls finden. Das ist der Schadenausteiler in James sein Arsenal. Die Waffe ist primär für Bossfights geeignet. Was ich auch nicht unterschlagen möchte, sind diese creepy Zeichnungen, die wir in einem der Zellen finden. So, jetzt lass uns aber mal hier die 3 Tafeln einsetzen. Die 3 Tafeln haben auch alle einen Namen. Das gefräßige Schwein, der Unterdrücker und die Verführerin. Hat euch der Schrei genauso erwischt wie mich? Einer der wenigen Jumpscares im Spiel. Da der aber nur mit Sound war, lassen wir das mal durchgehen. Die Zahl 3 kam jetzt schon öfters vor. Und hier fällt mir auch auf, dass man die 3 Tafeln vielleicht auch mit den 3 Erwachsenen hier in Silent Hill vergleichen kann. Vor allem hat mich das gefräßige Schwein darauf gebracht. Die Platten stellen möglicherweise das dar, wovor die Charaktere Angst haben, dass es von den anderen Personen so gesehen wird. Was meine ich damit? Eddie will garantiert nicht als Schwein gesehen werden. Wenn die Theorie mit Angelas Missbrauch stimmt, wäre es wohl das Schlimmste für sie, falls andere sie als Verführerin anstatt als Opfer sehen würden. Der Unterdrücker muss dann also James sein. Und das passt eigentlich gar nicht zu den James, den wir bisher kennenlernen durften. Klar, er streckt Monster nieder, als wäre es nichts, aber vor allem gegenüber Maria oder den anderen Charakteren in Silent Hill verhält er sich eher zurückhaltend. Generell ordnet er sich unter und folgt zum Beispiel den Anweisungen von Maria auf Schritt und Tritt. Als dominierenden Unterdrücker habe ich James bisher nicht wahrgenommen. Alle Indizien sprechen dafür, dass James etwas vor uns und womöglich vor sich selbst verbirgt. Übrigens, die Münzen bei dem Apartment-Rätsel sind ja auch 3. Da könnte man höchstens sagen, dass der Gefangene, also die Frauenmünze, Angela ist. Aber den alten Mann und die Schlange könnte ich jetzt nicht direkt Eddie oder James zuordnen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Als Belohnung für das Einsetzen der Platten bekommt James ein Hufeisen. Das Hufeisen wird für die nächste surreale Item-Kombination benötigt. Und zwar muss James diese Bodenklappe öffnen. Um dies bewerkstelligen zu können, schmilzt er eine Wachsfigur mit einem Feuerzeug und steckt das Hufeisen in den flüssigen Wachs, bis dieser aushärtet. Oh Mann. Wenn man die Schritte laut ausspricht, hört sich das noch bescheuerter an. Das finde ich aber auch wieder cool, denn wir finden hier in dem relativ kleinen Gebiet auch nur diese 3 Gegenstände und es ist halt auch extrem kreativ. Die Reise geht für James jetzt immer tiefer, bis wir in einer Art Nirgendwo angelangt sind.
Türen und Leitern schicken uns teilweise an komplett verschiedene Orte und eine normale Karte gibt es nicht, nur eine, die James selbst zeichnet. In diesem Nirgendwo kann James das Schwert von Pyramid Head finden. Für den Nahkampf ist das Ding viel zu klobig, aber es ist wirklich nice, dass man die Waffe finden kann. Eigentlich kann man Pyramid Head wohl in diesen Gängen auch antreffen, das habe ich aber leider gar nicht in meinem Spieldurchlauf gesehen. Hier aber eine sehr akkurate Nachstellung. In diesem Nirgendwo kann James aber nicht nur auf Pyramid Head treffen, sondern auch auf einen anderen bekannten Charakter. You're alive! Maria, I thought that thing killed you. Are you hurt bad? Not at all, silly. Maria? That thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator, and James, then... James, what are you talking about? Just before. Don't you remember? James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Okay. Stay right there. I'll be there soon. Wieder viel, das wir hier verdauen müssen. Für mich ist jetzt klar, Maria ist keine echte Person. Sie ist vor unseren Augen aufgespießt worden und nun chillt sie hier und macht James schöne Augen. Außerdem hat sie James von einem Videotape erzählt, von dem eigentlich nur Mary weiß. Von der Anmache gegenüber James am Ende ganz zu schweigen. James reagiert auf das Ganze sehr merkwürdig. Dass Maria wieder lebt, hat er ziemlich schnell runtergeschluckt. Bei einer Sache sind James und ich uns aber einig. Wir wollen zu Maria, unter anderem um herauszufinden, wer oder vor allem was sie ist. Maria ist auch nicht die einzige Frau, die sich hier unten befindet. Kurz darauf treffen wir nämlich auf Angela. Das Monster, das wir hier bekämpfen, nennt sich Abstract Daddy, zu Deutsch abstrakter Vater. Er stellt zwei Personen liegend auf einem Bett dar und bei seinem Angriff versucht er James die Luft wegzunehmen. Die Kampftaktik ist wieder ganz wichtig hier, denn diesmal laufe ich in die Ecken und schieße mit dem Gewehr anstatt mit der Pistole auf den Bossgegner. Mit dem Gewehr geht das auch ziemlich schnell, auch dieser Gegner stellt keine große Gefahr dar. Are you okay? Angela, relax. Don't order me around! I'm not trying to order you. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No,
That's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like he always did. You only care about yourself anyway. You disgusting pig. Angela. Don't touch me! You make me sick. You said your wife Mary was dead, right? Yes, she was ill. Liar! I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. That's ridiculous. I never... Diese Dialogszene ist unglaublich gut. Die Entwickler haben hier wirklich meisterhaft das Wesen von Angela dargestellt. Ihre emotionale Instabilität und grundlegendes Misstrauen gegenüber Männern wird hier sehr gut zum Ausdruck gebracht. Angelas Reaktion auf James, in der sie impliziert, dass James ihr etwas antun könnte, wurde nicht durch das Verhalten von ihm hervorgerufen. Vielmehr offenbart Angela damit ihre Haltung gegenüber James und anderen Männern. Die tiefen Wunden, die ihr Vater hinterlassen hat, sorgten dafür, dass sie so reagiert. Ihre Anschuldigung am Ende könnte aber tatsächlich auf etwas basieren, das sie in Silent Hill über James herausgefunden hat. Schließlich hat James auch mehrere Sachen über Eddie und Angela in deren Abwesenheit herausgefunden. Nach unserem jetzigen Kenntnisstand würde ich feststellen, dass der Abstract Daddy eine Horrorgestalt für Angela darstellt. Man kann zwei Gestalten auf einem Bett erkennen. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Außerdem könnte man diese Löcher in der Wand auch auf eine sexuelle Weise verstehen, was diesen Raum zu Angelas persönlicher Hölle macht. Um danach weiterzukommen, muss James ein weiteres, teils zufälliges Rätsel lösen. Und zwar gibt es in dem einen Raum 6 Gefangene, die wegen unterschiedlichen Verbrechen gehängt wurden. In einem anderen Raum, der quasi eine Kopie des ersten darstellt, muss jetzt aufgrund eines Rätsels entschieden werden, welcher Gefangene zu Unrecht hingerichtet wurde. Schwer herauszufinden ist dies auf diesen Schwierigkeitsgrad nicht wirklich. Im Gedicht wird ziemlich offensichtlich gesagt, wer der Unschuldige ist. Nämlich der Brandstifter. Wenn man sich dann das Layout im vorherigen Raum merkt oder aufschreibt, lässt sich der richtige Strick wählen. Sobald wir das Rätsel lösen, erhalten wir einen Schlüssel, der uns schlussendlich zu Marias Zimmer führt. Maria? Maria? Maria, no! What happened to you? Maria ist also schon wieder tot. Diesmal wurde ihr Gesicht dabei auch noch ziemlich ramponiert. James hat keine andere Wahl, als weiterzugehen. Im nächsten Raum sind 3 Gräber ausgehoben. Natürlich wieder 3. Eins für Eddie, eins für Angela und eins für James. Und tiefer geht's. Eddie? What are you doing? What does it look like? He always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. Fat ass, you're nothing but a waste of skin. You're so ugly, even your mama don't love you. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And the corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him. Just like that.
Have you gone nuts? I knew it. You too. You're just like him, James. Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James! Eddie scheint komplett wahnsinnig geworden zu sein. Ähnlich wie James und Angela wurde er anscheinend ebenfalls von seiner Vergangenheit konfrontiert. Aus dem Gespräch können wir entnehmen, dass Eddie mindestens einen Hund getötet und einen Footballspieler schwer verletzt hat. Der Footballspieler war anscheinend Eddies Mobber, so wie er von ihm erzählt. Der Kampf gegen Eddie ist einfach nur merkwürdig. Eigentlich stehen beide nur rum und schießen sich an. Bei dem Kampf bin ich noch nicht mal in die Ecken gelaufen. Ich habe einfach nur da gestanden, habe Eddie mit Blei vollgepumpt und am Medizinsaft genuckelt. Eddie? I killed a human being. A human being. Mary. Did you really die 3 years ago? James bedauert seine eben vollbrachte Tat, hinterfragt aber gleichzeitig seine Erinnerung. Ist Mary wirklich vor 3 Jahren gestorben? So oder so, James hat jetzt mindestens einen echten Menschen auf dem Gewissen. Verlassen wir die Kühlhalle, befinden wir uns wieder an der Oberfläche. Anscheinend haben wir auch die ganze Nacht im Untergrund verbracht, denn es scheint Morgen zu sein. Am Pier liegt ein kleines Ruderboot an, mit der James über den Talukasee rudern kann. Ich finde diese Stelle übel nervig. Ich brauche gefühlt 10 Minuten, um das blöde Licht zu suchen und dann dauert dieses Rudern dahin echt lange. Durch den Nebel bekommt der Spieler auch kaum Feedback, ob wir uns überhaupt richtig bewegen. Ich kann natürlich aber wertschätzen, was die Entwickler damit verdeutlichen wollten. Nach den intensiven Situationen im Untergrund und dem Kampf von eben sollte hiermit wieder etwas Ruhe einkehren. Das Licht in der Ferne stellt sich dann als Laterne bei einem Steg heraus. Der Weg vom Steg führt zu einem prächtig aussehenden Anwesen samt Vorgarten. In dem Vorgarten findet James eine Spieldose namens Kleine Meerjungfrau bei dem Brunnen. Betritt James das Anwesen, stellt sich heraus, dass James sich nun im Lakeview Hotel befindet. Die Karte, die wir hier direkt aufnehmen können, beinhaltet eine Nachricht von Mary. Zimmer 312. Waiting for you. James hat nun ein neues Ziel vor Augen. An der Rezeption liegt außerdem ein Zettel für James mit dem Hinweis, dass ein Videoband für ihn im ersten Stock aufbewahrt wird. Hier findet James auch direkt den Schlüssel für das Zimmer 312, der Raum, in dem James und Mary bei ihrem ersten Besuch in Silent Hill auch ihren Urlaub verbrachten. Im Restaurant des Hotels treffen wir wieder auf Laura. Did I scare you? Yeah, you did. You're here to find Mary, aren't you, James? Well, have you? No. Is that why you're here too? She's here, isn't she? If you know where she is, tell me. I'm tired of walking. I wish I knew. But she said it in her letter. What letter? Wanna read it? But don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She was our nurse. I took it from her locker. Liebste Laura, ich habe diesen Brief Rachel anvertraut, damit sie ihn dir gibt, wenn ich gegangen bin. Ich bin jetzt weit weg, an einem stillen, wunderschönen Ort. Bitte vergib mir, dass ich mich nicht bei dir verabschiedet habe. Pass auf dich auf, Laura. Sei nicht zu streng zu den Schwestern. Und Laura, was James betrifft. Ich weiß, dass du ihn hasst, weil du meinst, er wäre nicht nett zu mir. Aber gib ihm bitte eine Chance.
Es stimmt, dass er manchmal etwas grob ist und nicht oft lacht, aber im Inneren ist er wirklich ein sehr netter Mensch. Laura, ich liebe dich wie meine eigene Tochter. Wenn sich die Dinge anders entwickelt hätten, hätte ich dich gerne adoptiert. Herzlichen Glückwunsch zu deinem 8. Geburtstag, Laura. Deine Freundin für immer, Mary. Laura, how old are you? I turned 8 last week. So, Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the Elder Letter. The one, Mary. Huh? I must have dropped it. Laura. I gotta find it. Laura! Jetzt beim Editieren fällt mir erst auf, dass der halbe Plot daraus besteht, dass Laura Briefe von Mary verliert. Diese Szene legt auch nochmal nahe, dass etwas mit den Erinnerungen von James nicht stimmt und Mary gar nicht schon 3 Jahre tot ist. Das bestätigt auch nochmal der neue Brief seiner Frau. Außerdem liegt der Brief nahe, dass Laura bereits vor Marys Versterben James kannte. Entweder sie konnte ihn direkt kennenlernen oder Mary hat von ihrem Mann erzählt. So oder so war Laura nicht von James begeistert. Das würde ihre anfängliche Abneigung gegenüber James erklären. Sie hat ihm ja bereits am Anfang öfters Vorwürfe an den Kopf geworfen oder ihn behindert, wie zum Beispiel damals, als sie uns mit dem ersten Bossgegner einschloss. Kurze Anekdote. Laura überrascht James mit dem Piano. Laut dem Buch zu Silent Hill 2 hat James seiner Frau immer gerne beim Pianospielen zugehört. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Laura und Mary sich so gut verstanden haben, dass Mary ihr etwas Spielen beigebracht hat. Vielleicht hat Laura ja ein Stück von Mary gespielt. Dies hätte James in dieser Situation natürlich doppelt erschrocken. James findet hier einen Schlüssel mit Fischanhänger. Der Abstract Daddy, der Bosskampf bei Angela damals, ist jetzt ein regulärer Feind, der in den Hallen des Hotels auf James wartet. Mithilfe des eben aufgenommenen Fischschlüssels kann James einen Aktenkoffer öffnen. Was befindet sich in dem Aktenkoffer? Ein weiterer Schlüssel. Einmal war ja in Ordnung, aber dass das Spiel das mehrmals macht, ist mir nie aufgefallen. Um weiterzukommen, muss James in den Teil des Hotels, der nur für Personal geeignet ist. Um dorthin zu kommen, muss James einfach in den Aufzug einsteigen und... Ich musste euch genauso erschrecken, wie das Spiel mich erschrocken hat. Dieses Geräusch signalisiert dem Spieler, dass er zu schwer ist. Und das bezieht sich nicht auf unseren Wohlstandsbauch, sondern auf die Ausrüstung von James. Um weiterzukommen, müssen wir an dieser Stelle unser ganzes Inventar ablegen. Alles. Selbst die Taschenlampe und das Radio. Genialer Trick vom Spiel. Denn zu diesem Zeitpunkt habe ich mich mit dem Arsenal von James schon ziemlich mächtig gefühlt. Das Spiel nimmt einen dadurch nicht nur die Firepower, sondern auch die Orientierung. In dunklen Räumen kann James nämlich nicht die Karte lesen. Und natürlich ist der Bereich, den wir jetzt betreten, komplett düster. In einer Vorratskammer findet James die zweite Spieldose mit dem Namen Schneewittchen. Das ominöse Videoband und einen Dosenöffner findet James in einem der Büros. Auch wenn mir das Ganze anfangs wirklich einen Schauer über den Rücken jagte, kann man den Gegnern hier relativ gut ausweichen. Genügend Health-Items findet James auch. Den Dosenöffner müssen wir nutzen, um in der Küche eine Dose voller Glühbirnen zu öffnen. Ja, ihr habt das richtig gehört. Eine Dose voller Glühbirnen. Eine der Glühbirnen braucht James auch. Denn um aus der anschließenden Bar zu entkommen, braucht er Licht. Der liebe James ist nämlich nicht dazu in der Lage, das Loch im Dunkeln zu treffen. Die arme Mary. Danach kann James eine Dose Verdünner aufnehmen und aus dem Keller fliehen. An dieser Stelle bin ich einfach nur hochgesprintet, um bei dem Schrank von eben meine Ausrüstung wiederzuholen. Vor dem Raum warten auch noch 2 gemeine Mannequins auf mich, die ich umgehen musste. Als ich dann meine Ausrüstung hatte, war Payback-Time. Leider nur wussten die Entwickler, dass die Spieler sich bei den Monstern rächen wollen und nehmen uns die Chance, indem die Kreaturen, die eben noch vor dem Zimmer standen, nicht mehr hier sind. Mein Verlangen nach Vergeltung war aber so groß, dass ich die Vierbeiner im Keller erledigen musste.
Mithilfe des eben aufgenommenen Verdünners lässt sich ein Foto entschwärzen. Auf diesem Foto findet sich eine Kombination wieder, mithilfe dessen der daneben liegende Koffer aufgeschlossen wird. Ich habe die Kombination Love gehabt. Die Kombi ist aber random und bei jedem Durchlauf anders. Im Koffer befindet sich die letzte Spieldose Aschenputtel. Das Rätsel, das wir mithilfe der Spieldosen lösen müssen, ist recht einfach. Da war das Soundrätsel aus Resident Evil 3 mit den Spieldosen um einiges innovativer. Bei Silent Hill 2 müssen wir lediglich ein bisschen Disney geschaut haben. Die Dosen müssen alle drei an ihren bestimmten Platz. Dafür ist jeder Platz beschriftet. Die Prinzessin, die um Mitternacht floh, ist natürlich Aschenputtel. Die von den Toten auferstandene Prinzessin ist Schneewittchen und die stumme Prinzessin die Meerjungfrau. Durch das Lösen des Rätsels erhalten wir den Schlüssel für die Hoteltreppe. Somit kann James nun in den dritten Stock vordringen. Hier oben lässt sich keine andere Tür öffnen als das Zimmer 312. Dieser Raum stellt einen riesen Kontrast zum Rest des Spiels dar. Eigentlich alle Gebiete, die wir bisher betraten, waren dreckig und modrig. Alle Level waren immer voll mit Müll, komplett verwahrlost und schmutzig. Dieser Raum, auch wenn er für, ich sag mal, normale Hotelstandards wahrscheinlich noch unterm Durchschnitt liegt, ist für mich in dem Moment des Betretens der sauberste Raum auf Erden gewesen. Mary findet James hier leider nicht vor. Allerdings steht ein VHS-Player fast schon bedrohlich dort. Ich hoffe, das Tape wird die Fragen, die wir uns alle stellen, beantworten. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. She was sick? No. I killed her. Mm-hmm.
was always waiting for you. Why? Why? Einmal kurz durchatmen. Auch wenn es weh tut, nun haben wir das letzte Puzzlestück, das uns fehlte. James brachte Mary um. Wie man sehen konnte, war es kein Mord aus Hass oder Wut. Er küsste sie nochmal auf die Stirn, bevor er ihr Leiden beendete. Wir wissen noch nicht, wieso er letzten Endes Mary ermordete. Aber dass er sie erdrosselte, erklärt so einiges. Erstmal erklärt dies überhaupt, wieso James von Silent Hill so gequält wird. Schuld. Schuld war ein dauerhaftes Thema in Silent Hill 2. Eddies Schuld wurde bereits aufgelöst. James seine Schuld jetzt auch. Die Platte, die auf unseren Protagonisten im Gefängnis hinwies, war die des Unterdrückers. Das bezieht sich dann wohl auf das sprichwörtliche Unterdrücken durch das Kissen. Der Abstract Daddy stellt übrigens auch die Szene auf dem Bett mit Mary dar. Dies bestätigte Masahiro Ito, der Designer des Monsters. Die Entwickler stellten das Monster aber extra so dar, dass es auch zu Angela passen würde. Die Lying Figures könnten durch ihr verzogenes, leidendes Gesicht das Erdrosseln ebenfalls darstellen. Die Mannequins hingegen stellen die zappelnden Beine von Mary dar, während James sie ermordete. Das sieht man in dem Video, das uns gezeigt wird, gar nicht. Es gibt aber eine Uncut-Version, in der man ein wenig die Beine sehen kann. Außerdem ist die Uncut-Version mit Sound. Man hört also, wie Mary langsam das Zeitliche segnet. Das ist echt harter Tobak, den ich euch jetzt nicht antun werde. Pyramid Head stellt das Verlangen von James dar, bestraft zu werden. Er wurde die ganze Zeit als Peiniger dargestellt. Nur wurde uns bis jetzt nicht bewusst, wieso James überhaupt gepeinigt werden muss. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es aber noch. Über den Funk hört James die Stimme von Mary. Vom Hotel sehen wir nun auch die Otherworld-Version. Wieder wurde ein sehr kreativer Ansatz gewählt. Und zwar ist hier jetzt alles feucht und vermodert. In der kleinen Bibliothek des Hotels findet James eine Aufnahme, in der ein Arzt ihm erzählt, dass Mary eigentlich noch ca. 3 Jahre hätte leben können. Dies verdrängte James anscheinend die ganze Zeit. Im Keller steht James bis zu den Knien im Wasser. Hier treffen wir auch wieder auf Angela. I wish you hadn't.
Even Mama said it. I deserved what happened. No, Angela, that's wrong. No, don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me. Will you love me? Take care of me? Heal all my pain? That's what I thought. James, give me back that knife. No, I won't. Saving it for yourself? Me? No, I'd never kill myself. It's hot as hell in here. You see it too. For me, it's always like this. Diese Szene bestätigt nochmal viele Vermutungen, die ich bisher aufstellte. Ich bin mir jetzt zu 100% sicher, dass Angela missbraucht wurde und anscheinend selbst ihre Mutter ihr die Schuld dafür gab. Dass sie die ganze Zeit etwas anderes in Silent Hill sieht, bestätigt sie ebenfalls. Für sie brennt die Welt die ganze Zeit. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das Haus ihrer Familie anzündete und sie dadurch umbrachte. Das wäre dann die Schuld, die sie auf ihren Schultern trägt. Das erinnert mich direkt mal an das Rätsel im Taluka-Gefängnis. Bei dem Rätsel mit dem Galgen galt es ja, den Unschuldigen herauszufinden. Der Unschuldige war der Brandstifter. Dies würde meiner Meinung nach auch auf Angela zutreffen. Sie ist zwar per se nicht unschuldig, aber ihre Tat ist am nachvollziehbarsten. Durch ihre kurze Anschuldigung James gegenüber findet so viel Charakterisierung statt. Angela spielt nämlich darauf an, dass James ihr doch helfen wolle und alles wieder richtig machen könnte. Die spielt sicherlich auf Angelas vergangene Männererfahrung ab. Oft ist es ja so, dass traumatisierte und misshandelte Frauen zur Zielscheibe für Männer werden, die eben auf diese Verletzlichkeit abzielen. Dies ist allerdings nur meine eigene Erfahrung und Meinung, möchte ich dazu sagen. Angela wählt außerdem zum Schluss den Freitod, das signalisiert, dass sie nicht mit ihrer Tat umgehen kann. Ein tragisches Ende für einen tragischen Charakter. Jetzt muss nur noch das Ende von James entschieden werden. Bevor James sich seiner Vergangenheit nochmal ein letztes Mal stellt, findet er 9 rote Quadrate als Speicherort vor. Diese 9 Quadrate sollen die 9 physischen Manifestationen darstellen, die Silent Hill 2 für ihn manifestiert. Das letzte Quadrat steht uns noch bevor. I was weak. That's why I needed you. Needed someone to punish me for my sins. But that's all over now. I know the truth.
Now it's time to end this. James ist bereit, dem Ganzen ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Der Bosskampf mit den zwei Pyramid Heads ist genauso spannend wie der erste. Ich bin die ganze Zeit von Ecke zu Ecke gelaufen und musste blind auf die Dreiecksschädel schießen. Vor allem bei diesem Kampf ist die Kamera extrem nervig. Sobald James genug Schaden austeilt, bringen sich die Pyramid Heads selbst um. Dies stellt dar, dass James nichts mehr braucht, das ihn foltert. Um aus dem Raum nun zu entkommen, müssen wir Eier von den Pyramid Heads aufnehmen und in zwei Türen einsetzen. Einmal das scharlachrote und einmal das rostfarbene Ei. Dies könnte die zwei Morde von James darstellen. Das rostfarbene Ei steht für den Mord an Mary in der Vergangenheit. Das scharlachrote Ei mit der neuen Farbe steht für Eddie, den James erst vor kurzem aus Notwehr erledigen musste. Auf dem Weg zum allerletzten Boss muss James noch einmal eine schmerzhafte Erinnerung. Leave me alone already. I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today. Maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go. Are you deaf? Don't come back. James. Wait. Please don't go. Stay with me. Don't leave me alone. I didn't mean what I said. Please, James. Tell me I'll be okay. Tell me I'm not going to die. Help me. Mary war auch keine Heilige. Auch sie hatte ihre Fehler. Die Krankheit machte sie unausstehlich für James. Ihre ständigen Stimmungsschwankungen erschwerten ihr Zusammenleben. Dies erklärt die Munddarstellungen von einigen Kreaturen, wie dem Mandarin. Der Mund repräsentiert dabei die schmerzhaften Wutausbrüche von Mary gegenüber James. Cool finde ich, dass wir als Spieler auch Ähnliches mit Maria durchgemacht haben. Wisst ihr noch? Am Anfang war Maria noch sehr zutraulich und wollte uns verführen. Dann ging es ihr im Krankenhaus nicht gut. Sie musste sich hinlegen und hustete. Sobald wir sie dann wieder mitnahmen, fing sie an, James vorwurfsvoll fertig zu machen und ihn klein zu reden. Wie gut die subtil das im Nachhinein dargestellt haben. Einfach, wie der Titel des Videos schon sagt, besonders. Auf dem Dach des Hotels muss James sich nun seiner Wunschvorstellung von Mary stellen. Mary? When will you ever stop making that mistake? Mary's dead. You killed her. Maria? It's you. But I don't need you anymore. What? You must be joking. But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. I'm different than Mary. How can you throw me away? I understand now. It's time to end this nightmare. No, I won't let you. You deserve to die too, James. Das Design von Maria ähnelt einer Nonne, vor allem der Kopfbereich. Nonnen stellen ja die Kirche und Buße dar. Mag vielleicht weit hergeholt sein, aber das wäre meine Interpretation von ihrem Design. Wieso sie in einem Bettkasten dargestellt wird, wie auch der Abstract Daddy oder der erste Bosskampf, muss ich wohl nicht nochmal erläutern. Jetzt rate mal, wie ich gegen den Boss jetzt kämpfen musste. Nee, echt? Komm, rate mal.
Ja, meinst du wirklich, ich laufe wieder einfach in die Ecken und schieße offscreen auf das Monster? Meinst du wirklich, der letzte Kampf ist so unspektakulär? Ja, du hast natürlich recht, aber es fliegen manchmal auch Motten-JPEGs hinter James her. Das muss doch auch was wert sein, oder? Falls James bei diesem Kampf keine Munition mehr hat, gibt der Endboss übrigens von alleine auf. Auch wie damals bei Silent Hill 1. Wir haben den Kampf aber auf die gute alte Weise erledigt und haben Maria den Rest gegeben. Mary? James. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not true. You also said you didn't want to die. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. James, if that were true, then why do you look so sad? Mary? James. Please. Please do something for me. Go on with your life. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me, or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die,
I just didn't want to accept it. I was so angry all the time. And I struck out at everyone I loved most. Especially you, James. That's why I understand if you do hate me. But I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter's gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me. But I can't bear for you to forget me. These last few years since I became ill, I am so sorry for what I did to you. Did to us. You've given me so much. And I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. James, you made me happy. Durchatmen. Irgendwer schneidet hier doch Zwiebeln, oder? Ich kann gar nicht mit Worten ausdrücken, wie meisterhaft der Brief von der Schauspielerin vorgelesen wurde. Die Performerin namens Monica Taylor Horgan hat damit einen Standard gesetzt, den bis heute die meisten Spiele nicht erreichen können. Das Schöne an der Schritt-für-Schritt-Analyse ist, dass ich jetzt nicht nochmal die ganze Story erklären muss. Jeder von uns ist im Bilde, was wieso passierte. Natürlich bleiben aber noch ein paar unbeantwortete Fragen, auf die ich eingehen möchte, bevor ich die verschiedenen Enden von Silent Hill 2 anspreche. Eine Frage, die sich uns stellt, ist, wann Mary jetzt wirklich gestorben sei. Meine Vermutung ist, dass sie erst vor kurzem von James ermordet wurde. Vor 3 Jahren wurde sie vom Krankenhaus entlassen und durch die ständigen Streitereien und die Belastungen verdrängte James dies. Ich bin auch der Meinung, dass Laura diese zerrüttete Beziehung zwischen James und Mary mitbekam und deswegen eine große Abneigung zu James verspürte. Der Schriftzug zum Loch in Needy's Bar spiegelt für mich die Erfahrung anderer Personen in Silent Hill wider. Die Stadt passt sich ständig an und verändert sich. Ich vermute, dass jemand eine dieser Veränderungen damit dokumentierte. Die nächste Frage wäre, wer oder was Maria ist? Maria ist meiner Meinung nach ein sexy aussehendes Silent Hill Monster, was manifestiert wurde, um die Verlangen von James darzustellen. Die jahrelange Beziehungskrise und die Krankheit werden nämlich auch sicherlich das Sexleben der beiden zerstört haben. Ein bisschen mehr erfahren wir von Maria auch in dem DLC Born from a Wish, dessen Story ich gleich kurz zusammenfassen werde. Erstmal aber zu den Enden. Das In-Water-Ending ist ähnlich zu dem Leaf-Ending, das ihr bereits gesehen habt. Nur bringt sich James am Ende diesen Endes um. Er konnte mit seiner Tat nicht leben und abschließen. Das andere Ende, das man bei dem ersten Spieldurchlauf erhalten kann, ist das Maria-Ende. In diesem Ende kämpft James am Ende nicht gegen ein Abbild von Maria, sondern Mary. Danach nimmt James Maria aus der Stadt mit heraus. Allerdings wird am Ende noch angedeutet, dass Maria ebenfalls krank ist, so dass sich wahrscheinlich alles wiederholt. Wie die Enden erspielt werden, ist auch sehr interessant und richtig innovativ. Das In-Water-Ending wird freigeschaltet, indem man richtig rücksichtslos mit James umgeht, ihn sehr spät heilt und viel Schaden erleiden lässt. Außerdem muss man für dieses Ende auch das Messer von Angela betrachten oder das Bild von Mary.
Dadurch bestätigt der Spieler durch seine Handlungen die Tendenzen von James. Genauso ist es auch beim Maria-Ende. Wenn man Maria die ganze Zeit beschützt, immer dorthin läuft, wo sie hin will, nicht in sie hineinläuft und im Krankenhaus öfters mal nach ihr schaut, bekommt man dieses Ende. Das Leaf-Ende schalten wir frei, wenn wir nicht zu einem der vorherig beschriebenen Enden tendieren. Dadurch ist das Leaf-Ende auch das Ende, was die meisten beim ersten Mal bekommen haben. Im New Game Plus gibt es noch drei neue Enden. Einmal das klassische UFO-Ende, das jeder Silent Hill-Teil braucht, das Hunde-Ende und das Ende namens Wiedergeburt. Da diese drei Enden laut den Entwicklern keine echten Enden sind und nur Bonus, gehe ich darauf nicht weiter ein. Zu guter Letzt gibt es noch ein DLC, Born from a Wish. In dem DLC spielen wir Maria. Ein PlayStation 2 Horror-Titel, in dem wir als DLC eine Frau in unpassender, sexy roter Kleidung spielen. Wo gibt es das sonst noch? Die Story von Born from a Wish lässt sich ganz schnell zusammenfassen. Maria wird als richtiger Mensch dargestellt, der von Silent Hill erschaffen wurde, um James bei der Verarbeitung seiner Tat zu helfen. Allerdings interagiert Maria mit der Stadt, bevor sie James trifft. In dem DLC trifft sie auf den Geist von Ernest Baldwin, ein reicher Bewohner dieser Stadt. Sie hilft ihm, eine weiße Flüssigkeit zu besorgen. Mit dieser Flüssigkeit versuchte Ernest, seine Tochter wiederzubeleben. Dies weist auch nochmal auf die generellen okkulten Gebräuche dieser Stadt hin. Während des DLCs zeigt Maria, dass sie einige Erinnerungen von Mary vererbt bekommen hatte. Sie kann diese aber meistens nicht zuordnen. Am Ende stellte sich heraus, dass jegliche Mühe von ihr vergebens war und Ernest nur eine Geistergestalt darstellte. Das DLC endet damit, dass Maria ihre Waffe wegwirft und am Ende zum Rosewater Park geht. Wir wissen ja, was dann geschah. Was für ein unglaubliches Meisterwerk Silent Hill 2 doch ist. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video all das aufzeigen, was das Spiel so besonders macht. Lasst es mich doch bitte wissen, falls ihr mit meinen Interpretationen oder Darstellungen einverstanden seid. Wenn das nicht der Fall ist, bin ich natürlich auch für konstruktive Kritik offen. Falls ihr mehr Silent Hill sehen wollt, kann ich euch mein Video zum ersten Teil empfehlen. Ansonsten findet ihr hier meinen neuesten Upload. Macht's gut! Ha! Ihr dachtet, ich hätte euch vergessen. Shoutout geht jetzt an alle, die aktiv in meinem ersten Livestream waren und mit mir gechattet haben. Robert und Leon, Helden in unserer Stadt. Mit Leonidas und Sleazy sind sie jederzeit parat. Xero und Magix bereit für jede Herausforderung. Nafetzkowski und Bin ich nicht, auch sie haben hier ihren Schwung. Killerbene und Ellen Sun kämpfen auf der guten Seite. Mira und Mina haben keine Angst vor jederlei Beute. Heisenberg und Notstuff, das Böse liegt ihnen zu Füßen. Quichibo und Doktori Useful sind ihre Waffen zum Schießen. Unten links und Enrico, treue Gefährten auf ihrer Seite, Hoppe und Akunin, die Bösewichte in dieser Breite. Micha und Tom halten Akunins Seite stark, Jackson und Icon of Sin werden sie besiegen mit ihrem Mark. Nero und Olli, nicht zu vergessen in diesem Spiel, sie alle haben ihren Platz, ihr Teamwork ist ihr Ziel. Resident Evil zeigt uns, dass sie alles erreichen können, Mut und Stärke wird das Böse bezwingen und hier unten stehen. Vielen Dank für den Support an der Stelle und jetzt bin ich aber wirklich weg. Bye bye.